Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Vlogs Amerika. Andi ist auch schon am Start und die Crowd ist auch schon am Start. Der erste Vlog fand in New York statt, also Anreise in New York. Gerne mal gucken, falls ihr den verpasst habt. Heute geht's weiter. Wir sind aus New York raus und es geht Richtung Niagara-Fälle. 500 Meilen knapp von New York aus, 650 Kilometer. Andi fährt durch quasi. Wir ersten Stopp nach einer Stunde. Dunkin' Donuts. Gibt erstmal was Kleines zu essen. Was gesundet heute vielleicht, ne? Wenn ihr Bock drauf habt zu sehen, was wir in diesem Vlog so machen, dann bleibt einfach dran. Na gut, eine Runde Kaffee für alle hier, ordentlich Latte Macchiato und hier auch neu, ein Toastbrot mit Avocado und Bacon. Ich habe schon abgebissen, es ist köstlich und das bei Dunkin' Donuts für $3,50 oder so. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das Nest hier heißt, wo wir erhalten haben. Hast du? Andi, wie heißt das Nest? Monticello. Mir wurde Monticello zugerufen, keine Ahnung. Aber in Monticello liegt schon Schnee oder noch Schnee. Also ich freue mich darauf, dass wir jetzt in richtig Tiefschnee fahren. Es wurden Stürme angesagt für Freitag und Samstag. Heute ist Freitag. Wir lassen uns überraschen. Zack, Freunde. Zeitsprung. Geschmeidige sieben Stunden. Herr Walter ist sehr, sehr gut gefahren. Und wir sind angekommen. Niagara Falls Park. Bei Schnee, Regen und irgendwie 1 Grad minus. Es war hier. Seine Schuld. Seine. Wenn ich eine Blasenentzündung bekomme, ist Herr Walter daran schuld. Ich bin nass. Wir haben aber Zimmer gekriegt hier im Comfort Inn. Mal gucken, ne? 5. Etage, vielleicht haben wir einen Ausblick. Ich schau gleich mal. Ja, Freunde, willkommen. Kleine Roomtour. 5. Etage, Zimmer 501. Oder 2. Ich würde sagen, das ganze Hotel so 70er Jahre in abgewohnt. Wir stehen in unserem Empfangsbereich, wartet. Rechte Hand, Nasszelle. Ebenfalls 70er Jahre. Ja, ist aber, sieht sauber aus. Generell ist hier ein leichter Geruch von Muff drin, ne? Leichte Feuchtigkeit, kleiner Spiegel. Und endlich, Freunde, 2 Betten. Ich habe mir noch nicht entschieden, welches ich heute nehme. Ja, aber eins von den beiden gehört auf jeden Fall mir. Ja, so ein bisschen hier Büroatmosphäre, ein Fernseher, ein Sessel, eine Klimaanlage, aus der ein leichtes Säuseln herauskam gerade. Die haben wir gerade tot gemacht. Und hier das Beste, die Secret Door. Ich mach mal auf. Zack. Oh, it's open. It's open. Oh, Team Andy Room. Guck mal, nochmal das Gleiche. Riecht genauso abgewohnt. Nur noch ein bisschen älter. Könnte aber auch in der Besatzung liegen. Ich gehe mal schnell wieder in mein Zimmer und mach die Tür zu. So, mal gucken, was der Abend hier noch so bringt. Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwo was zu trinken organisieren oder so. Und gerade gefunden. Dieses Zimmer ist schon bewohnt, Freunde. Der hier. Aber der Kamerad, der hat schon hinter sich. Raus mit dir. Flieg! Flieg, du bist frei. Sehr schön. Ausblick übrigens. Ausblick, Freunde. Direkter Blick auf die Niagara-Fälle. Vielleicht. Irgendwo. Keine Ahnung, aber ist schön und schneeig. Zur Abendgestaltung haben wir auch gerade, eine kleine Entscheidung, ich hau mir noch die Tür vom Kopf hier. Zur Abendgestaltung haben wir auch gerade noch eine Entscheidung getroffen und zwar hier, wartet. Erst eine Schneeballschlacht und dann ein Hardrock-Kaffee. Da, könnt ihr das sehen? Warte mal, kriegt das hier ran. Da, Hardrock-Kaffee und die soll offen haben. Alles andere ist hier relativ saisonal angehaucht quasi. Also unten sind zwar ganz viele Läden drin in diesem kleinen Village hier, aber das ist alles zu. Das ist hier so wie nach Burger Ende fahren oder wohin, was haben wir gesagt, so, wenn du im Winter nach Warnemünde fährst, da ist da auch nicht so viel offen. Und ähnlich ist es hier. Das hätte Andi jetzt auch vorher wissen können, auch dass es schneit. Er macht das alles nur, um mich zu ärgern. Wir sind uns da komplett sicher. Aber Hardrock Café entschädigt, Freunde, wir ballern uns ordentlich ein. Haben wir zwar gestern schon, aber was soll der Spaß hier? Wir sind nicht so geizig. Morgen übrigens 4 Grad angesagt und Schneestürme. Ich freue mich tierisch. Also morgen auch, den ganzen Tag Hardrock-Café. Na, gerade noch was gesehen, was ich auch nicht so geil finde eigentlich hier in meinem 20er, Freunde. Das ist keine Farbe. Sehr sympathisch. So, Freunde, warum nicht? Hardrock-Café in Niagara-Fälle. Hier, da gehen wir jetzt rein. Volles Rohr Off-Season, ne? Ist ein Hardrock-Café, aber in leer. Ist quasi Hardrock-Café auf Wish bestellt hier zu der Jahreszeit. Kann man machen, aber ich bin da, guck da. Seht ihr, hier. Ja, wartet. Da. Bucketlist, abgehakt. Schön. Kaufen wir noch so einen Pin hier? krieg ich so einen Pin? Das ist aber ein Pin. So, saufen.
Die Karte ist typisch Hard Rock, ist natürlich relativ schwierig, was zu bestellen, wenn der Laden leer ist. Ich werde es aber mit den Boneless Wings probieren. Wir sind ja hier quasi in Buffalo und die machen halt die besten Wings. Also machen wir mal Buffalo Wings. Und die erste Speisung ist angekommen. Freunde, guck mal, klassische Nachos hier, sehr, sehr gesund, mit viel Gemüse und ein paar Burger und gleich kommen noch meine Wings. Perfekt. Perfekt, thank you. Das sieht gut aus, Freunde, oder? Hier, Buffalo Boneless Wings und ein bisschen hier. Sieht ja fast aus wie bei mir, oder? Geil. Auch auf die Gefahr hin, dass es zum Running Gag wird. Und das ist mein erster Boneless Buffalo Wing in Buffalo. Mit Alabama White Sauce. Aber nicht boneless. So, zack. Wir haben uns jetzt durchgegessen durch die Speisen und sind jetzt auf dem Weg ins Hotel. Freunde, ich hatte boneless bestellt, habe bone-in bekommen. War nicht so geil und geschmacklich tatsächlich mir viel zu essiglastig. War jetzt auch nicht meins. Also tatsächlich schmecken mir meine Buffalo Wings besser als die Buffalo Wings im Hard Rock Café an den Niagarafällen. Manchmal ist das so, ohne Bashing, Freunde. Service war exzellent, Erika war ein Traum. Hat auch Tipp bekommen, aber dann waren es auch wieder 250 Bucks. Also die nehmen hier richtig, ne? Die nehmen hier richtig. Ist ja auch so eine kleine Insel hier quasi und hier dürft ihr bezahlen. Wir gehen jetzt ins Hotel, schlafen. Bis morgen, Fälle gucken. Ein wunderschönen guten Morgen, Freunde, oder good morning, ladies and gentlemen. Ich begrüße euch recht herzlich zum nächsten Tag. Good old America. Und View wartet. Tada! So, Kanada lässt sich nicht lumpen quasi, also die andere Seite. Wir haben hier wunderschönes Winter-Wonderland. Ja, wir sind gespannt, wie das draußen an der Fälle wird, ne? Wir gehen jetzt erstmal runter zum Frühstück. Die Nacht war okay, wir haben vernünftig geschlafen, aber es ist hier wirklich alles sehr, sehr, sehr 70er Jahre. Na gut. Morning. Ja, also Kaffee ist wenigstens da. Ansonsten sehr, sehr übersichtlich und relativ spartanisch hier die ganze Nummer. Kommt da in den Keller zum Frühstücken. Na ja, gut, wir hauen uns Kaffee rein, Freunde. Ja, gut, also Kellerfrühstück war grenzwertig. Banane war noch das sicherste, sonst wird aus den Niagara Falls sonst noch die Diarrhea Falls oder sowas. Aus Zimmer, Koffer, weg. So, schön. Schönes Wetterchen. Jetzt nochmal live und in Farbe. Andi versucht gerade das Auto wieder frei zu machen. Ja, und dann jetzt ans große Wasser. Mal gucken, was davon noch zu sehen ist heute. Ach, ist das schön. So, wir wagen noch den Grenzübertritt gleich nach Kanada. Wir sind jetzt hier auf der Brücke, könnt ihr das sehen? Ja, Niagara Falls, bei herrlichem Sonnenschein quasi. Ja, sehr schön, hatten gerade schon ein bisschen Probleme am Grenzübergang. Mal gucken, ob der junge Mann uns nachher wieder reinlässt. Ist ein Spaß hier. Zack, Freunde, so, wir haben es geschafft, offiziell jetzt in Kanada. Ja, Andi, wie fühlt man sich so in Kanada? Kanadisch, oder? Kanadisch. Kanadisch, Freunde. Grenzübertritt übrigens kein Geschenk, auf jeden Fall nicht auf der amerikanischen Seite. Die Jungs sind sehr, sehr ungemütlich. Don't fick mit den Grenzbeamten. Aber gut, die machen ja auch nur ihren Job, aber der war nicht nett. Die Kanadier, super fluffy und hier, Niagara-Fälle von der kanadischen Seite bei Schnee. Super, habe ich jetzt auch mal gesehen. Ich hoffe tatsächlich, dass die Einreise nach Amerika wieder genauso problemlos ist wie die Ausreise. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber Sassi sitzt noch in Amerika im Auto und die würde ich gerne heute noch wiedersehen. Wir schauen mal. So, zurück in Amerika, Freunde. Einreise war dann jetzt doch problemloser als gedacht. Wir hatten tatsächlich bei der Ausreise einen kurzen Disput mit dem netten Mann an der Grenzkontrolle. Wie ist denn so ein Tasern eigentlich? Wie fühlt sich das an? Nein, wir sind wieder zurück. Ach, das kann ich euch gar nicht richtig erklären. Wir wollten von Amerika nach Amerika einreisen. Wir sind einfach durch den falschen... Ja, durch den falschen Gang gegangen quasi und das fand er irgendwie gar nicht lustig. Hat alles geklappt, einmal Kanada und zurück. Jetzt geht's weiter ins Auto und dann mal gucken, was wir heute noch so schaffen. Und jetzt haben wir wieder ganz schön Kilometer hinter uns hier lassen, Freunde, und machen gerade mal einen kurzen Halt. Ich glaube, es gibt Five Guys. Wir haben uns gemeinschaftlich dazu entschieden, nicht nach Philadelphia zu fahren, sondern sofort nach Washington runter. Das hat natürlich Zeit- und Streckengründe. Washington macht für uns jetzt deutlich mehr Sinn als Philadelphia. Also leider Philadelphia vielleicht... Ein anderes Mal. Ne? So, jetzt Five Guys irgendwo in Altoona. Mal gucken. Schmecken lassen.
So sieht es hier aus. Also Cheeseburger für 10 Dollar knapp, Bacon Cheeseburger 11,30 Dollar, ein paar Fritten zweimal für 11 Dollar. Ja gut, also ist auch nicht viel günstiger als in Deutschland, aber ich habe gehört, die Burger sind deutlich größer. Wir schauen mal. Naja, ich würde sagen, der Klassiker, ne? Bacon Cheeseburger in der gleichen Größe wie bei uns. Also ist der Preis eigentlich auch ähnlich. Hier normaler Cheeseburger, Bacon, Dog und Pommes meistens in der Tüte. Na gut, wir probieren mal. Naja, wie gerade schon gesagt, Klassiker, ne? Five Guys, stabiler Burger zu einem ordentlichen Preis. Wie gesagt, der 10, 11 Dollar waren das jetzt, wa? Ja. Schreibt mir mal bitte jetzt unten in die Kommentare, was die Dinger in Deutschland aktuell so kosten. Aber ich glaube, das ist das gleiche zum gleichen Preis. Deiner war? Okay. Okay. Ja. Naja, gut, der Unterschied bei Five Guys zu anderen Burgerketten ist natürlich, dass ihr 100% frisches Fleisch habt. So werben sie auf jeden Fall. Die Dinger werden gesmashed, also ordentlich Kruste. Da ist schon Geschmack dran. Und ihr könnt den Jungs dabei zugucken, wie sie eure Burger zusammenbasteln. Ja, also für einen Zehner kann man machen, muss man aber auch nicht irgendwie. Ich weiß, also ich verstehe den Hype um Five Guys nicht so richtig. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne? Und ihr könnt immer wieder Getränke nachfüllen. Also alles gut. So, Washington DC, wir kommen. Da, mit dem hier. Ach, und übrigens, das Wetter ist im Laufe der Fahrt schon deutlich besser geworden. Es liegt kein Schnee mehr, der Himmel wird blau und wir kriegen Sonne. Und das freut sich, oder? Yes! Es freut uns. Bestimmt schon 10 Grad oben. Ja, und zack, wir sind angekommen. Washington DC. Und zwar direkt am Hotel hier. Sehr, sehr zentral. Innenstadtlage bzw. Ausfluglage. Ein bisschen windig ist es. Citizen M. Sehr schöner Kasten. Also das hier ist mal echt schick gemacht. Sehr, sehr speziell hier. 307 ist unser Raum. Und jetzt guckt euch das mal an hier. Ziemlich spacig. Nicht groß. Das ist das hier. Die kennt ihr schon. Warte, ich muss hier mal kurz rein. Eingangsbereich. Dann geht's hier zu einer spacigen Nasszelle, die quasi mitten im Raum ist. Aber da und da. Das ist schon mal krass. Zack, hier nochmal ein Waschbecken draußen und dann quasi Mini-Schreibtisch, Stuhl und Bett. Und Fenster. Ausblick, ja, zeige euch morgen, geht auf eine andere Hauswand, aber ist wirklich lustig gemacht. Okay, würde sagen, wir kommen kurz an und checken die Bar. Sehr schöner Kasten hier, Freunde. Cheers. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, hier gibt es auch noch eine Rooftop-Bar. Und guckt euch mal diese Aussicht an. Wartet. Na, kick mal. Das ist volle Kanne Washington, würde ich sagen. Wunderschön. Also hier oben ja, kann man es aushalten. Na, und auch innen sehr stylisch gehalten. Ja, kann man mal machen. Ein wunderschönen guten Morgen, Washington DC, 8 Uhr und ich bin hier in meinem kleinen Raumschiff quasi gerade aufgewacht. Na, ich war schon duschen, aber ich wollte euch das nochmal zeigen. Guckt euch das mal an. Hier ist richtig Lightshow angesagt. Das kann man hier alle per Pad quasi genau auf die Stimmung ausrichten, die man gerne hätte. Ja, und so dunkel, wie es jetzt hier wirkt, ist es auch gar nicht mehr. Aber die Fenster, das geht hier hoch alle. Mach mal Licht an. So ein bisschen Licht können wir auf jeden Fall ganz normal auch anmachen. Das ist sehr schön. Guck mal, jetzt sind wir wieder zurück im Zimmer. Und das da hinten geht auch alles automatisch. Wir müssen da nur auf die richtigen Knöpfe drücken und dann... Und das wäre Licht. Und das Wartlicht. Herzlich willkommen in Washington. So, also wirklich krasses Zimmer. Habe ich schon gesagt, 200 Dollar die Nacht. Ja, aber für das Hotel mit den ganzen Geschichten ist es das eigentlich wert. Für mich auf jeden Fall. Einziger kleiner Wermutstropfen ist, Zimmer ist ein bisschen eng. Alles in allem. Aber sehr, sehr geil. So, wir gehen jetzt runter zum Frühstück. Mal gucken, ob uns das auch überzeugen kann. Ja. Und Frühstück jetzt hier mal der Extraklasse, Freunde. Ne? Hier ist ja wirklich alles dabei. Und alles super, super schön. Da können wir uns wirklich nicht beschweren. Was haben wir hier noch? Scrambled Egg, Breakfast Potatoes, Chicken Sausages. Oh, Bacon ist auch am Start. Bacon, gucken wir nochmal rein. Ja. Oh, Bacon, Freunde. Besser könnte es eigentlich nicht laufen, oder? Wir frühstücken jetzt. Und nochmal, wirklich wunderschön gemacht hier, ne? Auch die Bar hier unten und hier ist auch noch das Geld, was wir schon in New York ausgegeben haben. Das steht hier nochmal so gebündelt, damit wir es nochmal gesehen haben. Und so, Freunde, kann man doch mal jetzt hier frühstücken, oder? Hier, mit Liebe. Also tatsächlich, fantastisches Frühstück. Vielleicht sogar das Beste, was wir auf dieser Reise genießen dürfen. Aber man soll ja nie sagen, ne? Vielleicht kommt da noch was anderes. Washington DC begrüßt uns mit fabelhaftem Wetter. Ein blauer Himmel ist schon wieder sommermäßig eigentlich, oder, Anni? Geil, können wir Jacken ausziehen. Ja. Ja, wir können Jacken ausziehen, Hosen ausziehen, alles. Komm, hier, Schlüpper aus, weg damit. Und hier auch schon
von der Architektur her muss man sagen, wir sind hier schon ganz, ganz woanders als in New York. Ist natürlich alles deutlich moderner, viel, viel aufgeräumter wirkt das hier auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier an Sehenswürdigkeiten noch so abklappern können, ne? Bucketlist und so. Zack, Freunde, so, keine, ich würde sagen, 400 Meter vom Hotel weg. Tourismusmodus ist an. Wir haben hier, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, das Kapitol. Ich weiß gar nicht, ob ich mal gedacht hätte, dass ich hier auch noch mal hinkomme. Ist übrigens wunderschön hier bei Kaiserwetter. Auf der anderen Seite, zack, könnt ihr da hinten sehen? Washington Monument, der große olle Zahnstocher. Aber das ist wirklich alles von den Dimensionen her sehr, sehr beeindruckend. Und tatsächlich bei diesem Wetter hier wunderschön. Also Freunde, ich bin hier wirklich der aus der Reisegruppe, der am wenigsten Bock hat auf diese ganzen Touristiknummern. Aber das hier finde ich geil. Wirklich. Jetzt kam Saskia gerade auf die Idee, wir könnten da sogar mal hinlaufen. Das sieht von hier aus tatsächlich gar nicht so weit aus. Andi hat aber gegoogelt, da bist du eine halbe Stunde fußläufig unterwegs. Nö, das machen wir hier amerikanisch mit dem Auto. Ja, aber ich kann euch ja nicht immer nur meine Meinung antun, sondern der Rest der Vereinigung muss ja auch was dazu sagen. Andi, komm hier. Wie ist das so hier? Was sollte ich nochmal sagen? Kapitol. Es gefällt mir sehr gut. Kapitol ist wahnsinnig schön. Ja, oder? Schöner Ausblick, schön ruhig, schön aufgeräumt. Perfekt. Ja, aber was ist das Einzige, was wir mehr lieben als das Kapitol? Den Bryant Park. Ja, wir lieben den Bryant Park, Freunde. Sassi? Der Bryant Park? Nein, das Kapitol. Ach so, ja, das ist ganz toll. Sehr schön. Okay, also Freunde, es kommt jetzt nicht so rüber, aber auch die sind eigentlich total begeistert von der ganzen Nummer hier. Die sind auch schuld, dass ich überhaupt hier bin. Also ja, es geht jetzt nochmal weiter. Wir gehen mal zu dem Zipfel da hinten und dann gucken wir nochmal wegen Weißer Haus und so. Wer wohnt im Weißen Haus, Andi? Ja, und der größte Vorteil an Washington ist tatsächlich wieder, dass wir alles mit einem Auto machen können. Und nicht mehr mit der U-Bahn fahren müssen oder so viel laufen. Ne? Und an Sonntagen, Freunde, lohnt sich der Besuch in Washington auf jeden Fall, denn da ist Parken gratis und wir lieben gratis Parken. Was lieben wir noch mehr als gratis Parken? Den Bryant Park. Den Bryant Park. Das ist übrigens ein Insider von der Hop-On, Hop-Off-Tour. Ach, ist das schön hier. Wundervoll. Weißes Haus. Und auch dieses große Ziel der Bucketlist abgehakt, oder? Ladies and Gentlemen, the White House. Könnt ihr das sehen? Ja, live und in Farbe und viel näher dran, als ich dachte tatsächlich. Ne? Ich dachte, dieses Grundstück hier ist viel, viel weiter weg, ist es aber ja nicht. Ist sehr, sehr nah dran. Schön, guck mal, nochmal für euch. Tada! Da ist er. Soll ich irgendwas ausrichten? Grüße, verspätete Beschwerden? Die könnten jetzt angenommen werden. Niemand? Na gut. Der Vorplatz vom Weißen Haus ist übrigens auch sehr, sehr schön gemacht. Hier ist alles ist hier sehr schön. Und natürlich hier auch sehr politisch. Viele kleine, stille Demonstrationen für ganz, ganz viele wichtige Themen natürlich. Wo könnte man es besser machen als an diesem Platz hier? Aber immer alles überwacht vom Secret Service. Guck mal da oben. Ja, könnt ihr das sehen? They are watching us. Gut. Weg hier. Ah, so, und gerade nochmal eine kleine Info. Ich krieg von dem netten Officer vor dem Weißen Haus auf die Frage, was soll ich hier essen? Und er hat gesagt, geh zu GCDC, also Washingtons bestem Grilled Cheese Sandwich in der Grilled Cheese Sandwich Bar. Die ist hier gleich am Weißen Haus. Ja, unscheinbar, kleiner Laden und da holen wir uns jetzt mal ein Grilled Cheese Sandwich. Adresse ist 1730 Pennsylvania Avenue. Also hier, ne? Wir gucken mal, was die können. Das ging wirklich schnell, Freunde. Kleine Tüte. Preise waren so zwischen 10 bis 13 Dollar. Wir haben uns entschieden für das Young American, also Bacon, Käse und Tomaten. Das hast gerade gesagt für die schlanke Linie. Ist eine Box drin. Guck mal hier. So sieht das aus. Natürlich wieder viel Kunststoff. Es riecht sehr, sehr gut. Andi? Warte. Oh! Oh, guck mal. Zack. Ja, es sieht reichhaltig aus, schön getoastet. Und jetzt guten Appetit, oder? Appetit. Cheers. Guten Appetit. Eine sehr fettige Geschichte. Reichhaltig. Und käsig. Also mal, das ist ein gegrilltes Käse-Sandwich. 12,50 Dollar kann man machen. Also davon wird man bestimmt alleine satt und wir wahrscheinlich sogar zu zweit nach dem Frühstück. So, jetzt aber weiter. Und weiter geht die wilde Jagd. Jetzt bei einem meiner Hauptziele eigentlich tatsächlich hier, bei Abe.
Abraham Lincoln, da oben sitzt er drinnen. Den wollte ich wirklich immer schon mal sehen. Hier ist aber auch schon deutlich voller. Aber ich meistere jetzt mal die Stufen. Da ist er. Und das ist wirklich mal beeindruckend. Ganz, ganz großer Mann. In jeder Hinsicht. Ah, zack, Freunde. So, Bucketlist ordentlich bearbeitet heute. Ich muss sagen, der Eindruck, der von Washington geblieben ist, wir sagen jetzt auf Wiedersehen, aber es war sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr sauber, geiles Hotel, Sehenswürdigkeiten, super, Wetter, klasse. Also ich kann hier jetzt nicht viel Blödes drüber sagen. Ne? War schön, Washington war schön. Jetzt geht's auch schon weiter, ein ganzes Stück nach unten, nochmal ungefähr 200, 220 Meilen, 400 Kilometer, ab an die Küste quasi. Wie heißt das Nest? Kitty Hawk. Kitty Hawk, Freunde, Kitty Hawk. Und die Adresse ist ganz lustig, weil wir müssen nach Kill Devil Hills. Wir schlafen heute in Kill Devil Hills. Das wird ja mal eine Erfahrung werden. Wir lassen uns mal überraschen, mal gucken, was der Tag noch so bringt. 4 Stunden Fahrt später, wir sind angekommen, Kill Devil Hill. Und Freunde, ja, hier ist der Name Programm. Ist ein Motel, war günstig jetzt für 90er, heißt, warte mal, Shutters on the Banks. Kill Devil Hill, Shutters on the Banks. Alter Schwede. Zeig euch vielleicht nachher nochmal ein bisschen genauer. Aber wir müssen jetzt kurz los, weil wir wollen ja noch was essen. Und da wir ja jetzt hier quasi, was ist denn das? Was haben wir gesagt? South Carolina? Zwischen Virginia und South Carolina direkt am Ozean sind, gibt's auch ein bisschen Seafood. Und die machen auch bald zu hier, denn man hier macht alles bald zu. Auf jeden Fall sieht das so aus. Und deswegen müssen wir uns beeilen, damit wir Seafood kriegen. Also bis gleich. Hier, also Klassiker Motel, ne? Zweistöckig. Wir sind oben. Ist auch schon ein bisschen was kaputt. Hier, Klimaanlage könnte mal repariert werden. Aber gut, ja, kommt ja alles ein bisschen in die Jahre. Ne? Und nur 2 Minuten Fahrt, wir sind angekommen. Mai Mai Island Grill. Ja, der bestbewertetste Laden TripAdvisor in der kompletten Ecke hier, was Seafood angeht. Ja, lassen wir uns mal überraschen, oder? Seafood, Andi? Seafood. 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 Mai, Mai. Rinder. Ja, von innen schon mal für einen Ami-Fischladen schlicht nordisch, nee, nautisch gehalten. Ja? Ist ja nicht nordisch. Sieht schick aus. Ist nicht viel los hier, aber es ist halt auch der einzige Laden, der hier überhaupt offen hat um die Uhrzeit. Also wir werden es enjoyen auf jeden Fall. Ja? Karte, übersichtlich. Aber wie gesagt, der Laden soll gut sein. Wir schauen. Cheers. Seafood. Ach, ich wurde übrigens gerade hart korrigiert. Wir sind natürlich North Carolina, nicht South. North. South kommt noch die nächsten Tage. Jetzt warten wir aufs Essen. Die ersten Vorspeisen sind gekommen. Ich habe hier einmal so ein, ja, das ist ein geschredderter Shrimp Dip mit Nachos und das sind so Cheesesteak Röllchen in Toastbrot. Ja, wir schauen mal rein. Es duftet gut alles. Wir probieren einfach mal. Ja, auf euch. Also. Diese Chips mit dem Dip, das geht so in die Thunfisch-Schnecken-Richtung mit Knoblauch. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall, die ganze Kiste. Und so ein Röllchen. Alles sehr heiß. Cheesesteak-Röllchen. Gute Nummer. Jetzt gab es gerade eine Hiobsbotschaft. Wir sind tatsächlich auch für diesen Laden ein bisschen zu spät dran heute. Es ist Sonntagabend, kurz vor 10, Freunde. Das ist zu entschuldigen. Es gibt keine Shrimps mehr. Wir wollten noch frittierte Shrimps haben. Die sind leider schon aus. Die haben hier halt nur frische Sachen auf der Karte. Und wenn nichts mehr da ist, ist auch nichts mehr da. Deswegen habe ich mir jetzt umentschieden und nehme ein Mai Mai Reuben Sandwich. Und dann gibt es noch ein bisschen Fisch und Chips und noch ein Philly Cheesesteak Sandwich, auch wenn wir nicht mehr in Philly sind. Und Sassi ist sowieso nur ein Salat. Also, wir testen uns durch. Vorspeisen sind schon mal der Hammer. Prost auf euch. Aber los geht's hier mit einem knackigen Salat. Avocado sieht alles ganz gut aus. Und hier Fisch und Chips nach Art des Hauses. Ja. Sieht auch sehr lecker aus. Und angekommen, guckt euch das an. Ein wunderschönes Mai Mai Reuben Sandwich. Mai Mai ist übrigens eine, was hat er gesagt? Goldmakrele, ne? Ja. Eine Goldmakrele wird bis zu 1,50 Meter oder so, müsst ihr mal googeln. Wunderschönes Tier, sehr, sehr lecker. Und Andi, Philly Cheesesteak. Philly Cheesesteak. Klassiker. Sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Wir hauen jetzt mal rein. Also kurze Bewertung. Der Mai Mai ist ein leckerer Fisch, Freunde. Tatsächlich, Reuben Sandwich mit Krautsalat drin und Käse und so einem Dressing war sehr geil. Fisch und Chips ging sowieso locker durch. Cheesesteak Sandwich war gut. Salat war auch gut. Alles gut, kann man machen. Guter Laden. Ich hätte mich gefreut, wenn ich noch die Shrimps bekommen hätte. Vielleicht schaffen wir es morgen noch. Ich glaube eher nicht. Also Shrimps dann woanders. Macht ja auch nichts.
Vielleicht, wo es richtig warm ist. Nein. Wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier aus Shutter on the Banks, Kill Devil. Hey, ich kann mich gar nicht satt daran reden eigentlich. Also genauso wie der Name war, wie ich es gestern Abend schon gesagt habe, so war auch die Nacht. Das Bett ist eine Katastrophe. Massiv weich, war so ein bisschen wie ein Wasserbett eigentlich. Wir haben uns auch eins geteilt, damit wir die Angriffsfläche für Tiere möglichst klein halten. Nein, also hier nochmal bei halbem Tageslicht. Ja, ist halt wirklich so ein Standardding. Ist wahrscheinlich sogar noch guter Standard, aber wir sind seit gestern natürlich massiv verwöhnt. Bin auch noch ganz schön gerädert. Essen war super, wir sind aber relativ spät ins Hotel. Hatten dann noch 2-3 Bierchen danach und ja. Aber ich konnte dann schlafen. Jetzt erstmal ein Holy zum Wachwerden, Freunde. Ne? Nicht vergessen, Link unten in der Infobox. Und jetzt nochmal ganz kurz, Badezimmer. Da muss ich euch noch was zeigen, wartet. Hier ja auch, der Klassiker. Aber das hier, Freunde, ist so ungefähr die niedrigste Toilette der Welt. Wenn ich darauf sitze, dann ist wirklich, also diese Nummer mit Affe auf dem Schleifstein, die haut hier wirklich hin. Ne? So, und außerdem hat sie den Mega-Flash, aufpassen. Ja, die hauen das alle kleiner China durch, glaube ich. So, guck mal, bei Sonnenlicht schon alles viel charmanter hier, oder? Naja, bis auf die Klimaanlagen. Die sind immer noch nicht so gut. So, aber das Gute ist, hier ist schon mal der Pool. Ja, ist momentan noch ein bisschen traurig, aber zum Skateboardfahren geeignet. Und hier geht es aber auch schon gleich los. Ja, könnt ihr das sehen? Da hinten kommt ein Steg. Private Beach Access. Und ein Häuschen. Water. Da ist er. Der große Teich. Ach, sehr schön. Und das bei 10 Grad, Freunde, heute. Ist ja sommerlich. Tatsächlich. So, nochmal von hinten. Oh. Habt ihr gesehen. Also, sehr geil ist, Freunde, dass wir hier eigentlich so gut wie alleine sind. Könnt ihr mich noch hören? Ha? Sand und Wasser. Und Andi. Sehr schön. Aber tatsächlich ist mir das bei 10 Grad eigentlich noch ein bisschen zu frisch. Aber Freunde, generell ist hier schon hier kurze Hose und ohne Schuhe angesagt. Ne? Geht nach oben mit den Temperaturen. Und vom Strand jetzt zum Frühstückscheck. Wir sind gespannt, Freunde. Shutters on the Banks Breakfast. Kaffee ist da, das ist das Wichtigste. Waffeln. Ne? Bacon, Ei, irgendwas und ja. Reicht aus, Freunde. Mit diesen erquickenden Bildern vom Strand verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, schon aus. Ich vergesse es immer wieder. Kill Devil Hill. Hier ist auch nicht besonders viel. Ne? Ist halt ein kleines Städtlein am Wasser. Im Sommer ist es bestimmt eine ganz andere Hausnummer. Jetzt sind wir außerhalb der Saison, deswegen macht das nicht so viel Sinn. Und ich muss ein bisschen die Videozeit im Auge behalten. Es geht jetzt weiter für uns nach Myrtle Beach. Also wieder eine kleine Strecke. Ich glaube 400 Meilen. 300? Müssen wir mal gucken. Da ist auch noch mal ein bisschen Strand, aber es wird spannender, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Bock drauf habt, dann nächstes Mal gerne wieder einschalten. Das war Bobby 030 Barbecue, der zweite Vlog aus den Staaten. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.